Willkommen zum Kapitel 4 des Quickshow-Tutorial zu Quicktext. Hier werden wir etwas über die Quicktext-Funktion von Quickshow lernen und sogar ein wenig mehr, indem wir die erweiterten Textfunktionen von Quickshow kennenlernen werden. Das Quicktext-Werkzeug in Quickshow finden Sie hier unten in diesem Bereich, der Quicktools genannt wird. Es ist das erste Werkzeug, da wir davon ausgehen, dass es von allen Werkzeugen am häufigsten verwendet werden wird. Quicktext aufzurufen, müssen Sie nur die Registerkarte Quicktext hier anklicken. Dieser Bereich, der jetzt hier zu sehen ist, das ist der Quicktext-Bereich. Alle diese Funktionen hier teilen eine sehr ähnliche Philosophie, eine Art von Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Ansatz. Der erste Schritt für den Quicktext ist, einen Text einzugeben, den Sie ausgeben möchten. Wir tippen zum Beispiel hier einen Beispieltext ein. Sie geben einfach etwas Text ein, wählen eine Farbe und wählen einen von vielen möglichen eingebauten Effekten aus. Zum Beispiel diesen hier. Wenn wir diesen größer dargestellt sehen möchten, klicken wir einfach auf die Schaltfläche, die mit Vergrößern überschrieben ist. Klicken Sie ein paar Mal darauf, bis Sie sehen, dass die Schrift größer wird. Wenn wir wollen, dass die Schrift schneller läuft, klicken wir auf diese Schaltfläche hier, auf der schneller steht. Also im Sinne der Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Philosophie ist der erste Schritt, Ihren Text einzugeben und für den Text ein Aussehen zu wählen. Die Darstellung wird durch die Farbe, die Schriftart und die Größe bestimmt. Schritt 2 ist die Auswahl eines Effekts, den Sie auf den Text anwenden möchten. Der dritte Schritt könnte die Laserausgabe sein. Wenn ich zum Beispiel die Jetzt zeigen Schaltfläche anklicke, wird die Ausgabe durch den Laser erfolgen. Diese Schaltfläche hier drüben ermöglicht es uns, den Ausgabeort zu steuern. Da Quickshow bis zu 30 separate Zonen unterstützt, kann dieser Text in verschiedenen bereits eingerichteten Zonen dargestellt werden. Wenn Sie die Projektionszoneneinstellung in Quickshow durchgeführt haben, wissen Sie noch, dass Sie verschiedene Zonen hier einrichten können. Quickshow hat sich gemerkt, welche Zonen Sie eingerichtet haben und welche nicht. Sobald Sie das durchgeführt haben, können Sie auswählen, zu welcher Zone Sie diesen senden möchten, unter Verwendung von diesem Bereich hier. Wie Sie sehen, findet die Laserausgabe in der oberen linken Ecke des Bildschirms statt, die ich zuvor als Zone 5 für sekundäre Grafiken eingestellt habe. Ich kann dieses auch über den Köpfen der Leute ausgeben. Wobei Sie sehen können, dass nun die Darstellung eine bisschen andere Form hier im Vorschaufenster annimmt. Oder normalerweise würden wir dies in die Scannerzone 1 der Mainzone schicken. Weiterhin haben Sie gesehen, dass wir hier eine Vielzahl an Effekten haben. Wenn Sie erstmals Quickshow installiert haben, müssen Sie den Mauszeiger zunächst über jeden einzelnen Effekt bewegen, um angezeigt zu bekommen, wie er aussieht. Sie können aber auch direkt auf irgendeinen Effekt mit der rechten Maustaste klicken und Vorschau alle auswählen. Dann werden alle Effekte zur gleichen Zeit aktualisiert. Aber das ist nur etwas, das ich tue, wenn ich Quickshow zum ersten Mal starte. Sobald Sie dies einmal erledigt haben, wird Quickshow sich diese Einstellung merken, sodass Sie dies nicht nochmals durchführen müssen, wenn Sie im folgenden Quickshow starten. Wie Sie bemerkt haben, befinden sich viele Effekte in dieser Liste hier. Viel mehr als auf dem Bildschirm des Monitors passen. Mit diesem Scrollbalken hier unten können wir daher noch mehr Effekte und so weiter sehen. Schauen Sie sich die verschiedenen Arten von Effekten, die wir zu bieten haben, an. Es gibt noch eine andere Sache, die Sie eventuell bemerkt haben. Bei einigen Effekten haben Sie die Möglichkeit, die Farbe hier auszuwählen. Bei einigen Effekten nicht. Wie bei diesem hier, der einen sehr komplexen Farbverlauf hat. Dieser hier ebenfalls.
Er hat eine Art von Regenbogendarstellung der Farben. In diesem Fall sind die Farben für diesen Effekttyp nicht im Farbbereich hier definiert, sondern werden durch einen eingebetteten Teil des Texteffektes selbst definiert. Und um in diesen eingebetteten Abschnitt zu gelangen, müssen wir nur hier draufklicken. Und das wird uns zu dem Texteffektbereich bringen, der die Farbe darauf anwendet. Von dort aus können wir die Farbe ändern. Vielleicht will ich es zum Beispiel statt eines Lila und Weiß lieber Lila und Blau haben. Wie Sie sehen, können wir die Farben beeinflussen. Gleichermaßen funktioniert dies mit diesem Ozeaneffekt direkt hier. Ich kann komplett verschiedene Farben wählen. Einfach so. Bei diesem hier können wir einige andere Farben definieren. So wie das. Also im Grunde haben wir wieder eine Art von Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Vorgehensweise. Bei Schritt 1 gilt es, Ihren Text und die Farbe anzugeben sowie die gewünschte Größe. Schritt 2 ist, einen Effekt auf Ihren Text anzuwenden. Schritt 3 könnte sein, es auszugeben oder auch, wenn es uns einmal gefällt, diesen per Drag and Drop auf einen Cue zu ziehen, so wie jetzt. So, nun ist er dort, wann immer wir ihn brauchen. Wenn wir diesen wählen, wird er gestartet. Und ich kann das auch wie gewohnt abschalten. Eine der Sachen, die wir noch nicht besprochen haben, sind die Schriftarten. Jeder von Ihnen hat nicht nur einen Effekt eingebaut, sondern auch zusätzlich eine Schriftart, die bereits für diesen Effekt vorausgewählt ist. Die meisten von Ihnen haben ein Standard-Areal, eine Outline-Schrift. Einige von Ihnen haben eine Laserstick-Schriftart, wie diese. Sie können jederzeit eine Schriftart auswählen und eine von diesen Schriften auf irgendeinen anwenden. Ich wähle zum Beispiel diesen Ozean, der standardmäßig eine Art von abgerundeter Outline-Schrift verwendet. Wenn wir auf diese Schriftart-Schaltfläche hier klicken, können wir entweder eine separate TrueType-Schriftart auswählen oder wir verwenden zum Beispiel etwas wie diese hier, mit Serifen. Oder wir wählen eine Laserschriftart aus. Wir laden eine Laserschriftart hier unten. In diesem Fall können Sie verschiedene Schriftarten verwenden. Die Stick-Schriftart verwendet sehr wenig Punkte für die Schrift. Das scheint mir eine gute Wahl hier zu sein. Erneut kommen wir hierher, nachdem wir das erledigt haben, und machen sie groß oder klein, wie benötigt. So wählen Sie Schriften aus und können sie für jeden dieser Effekte verwenden. Wählen Sie einfach mal eine neue Schriftart. Laden Sie zum Beispiel eine Laserschriftart. Ich wähle hier mal die Architect-Schriftart aus, die eine recht interessante ist, und mache sie ein bisschen größer. Nun sind in Wirklichkeit alle diese Effekte etwas komplizierter gemacht worden. Es sind Quick-Effekte, die wir auf einen Quick-Text anwenden können, so wie diese hier, was die Verwendung sehr einfach macht, um schnell einen Text auf den Bildschirm zu bekommen. Alle diese basieren auf etwas, das in Wirklichkeit viel komplizierter ist, aber man auch selbst erstellen und aufbauen kann. Dieser hier zum Beispiel, eine perspektivische Laufschrift, kann ich durch Anklicken dieser Schaltfläche direkt hier bearbeiten. Oder wenn ich mit der rechten Maustaste darauf klicke, Element bearbeiten. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was das ist. Dies wurde mit dem erweiterten Texteditor hier erstellt. Wir können einen Effekt hinzufügen, wenn ich beispielsweise hier hingehe und einen Zeicheneffekt erstelle. Fügen wir beispielsweise eine oszillierende Drehung um die Z-Achse hinzu. Dadurch wird jetzt dieser Text hier verändert. Wenn ich nun auf OK klicke, dann wird dieser Effekt für immer geändert. Weiterhin können wir einen vollständig eigenen, neuen Effekt hinzufügen. Sie können Ihren eigenen neuen Effekt auf einem bestehenden Effekt basieren lassen oder auch auf keinem. Wenn ich hier beispielsweise mit der rechten Maustaste klicke und sage Neues Element hinzufügen, dann werde ich bei diesem Texteffekt-Editor hier landen. Dann kann ich, wenn ich möchte, eine neue Schriftart wählen und ich kann einen Farbeffekt über den ganzen Bereich einsetzen. Ich kann hierher kommen und den Zeicheneffekt anwenden, wie hier. Und ich kann meinen eigenen neuen Effekt wie diesen hier machen. OK klicken. Und hier ist mein neuer Effekt. Wenn ich mit der rechten Maustaste darauf klicke und sage Element umbenennen, dann kann ich diesem einen Namen geben.
so wie hier. Also, der Quicktext ermöglicht es Ihnen, einen Text hinzuzufügen, eine Farbe zu wählen und eine Größe zu wählen. Wenn Sie möchten, können Sie die Schriftart ändern, einen Effekt wählen und sehr schnell einen Text überall sofort einsetzen, in irgendeiner gewünschten Zone. Wir ziehen dies einfach per Drag and Drop auf einen Cue, um diesen für einen späteren Einsatz zu verwenden. Dies sind die Möglichkeiten von Quicktext, aber wir haben weiterhin noch den erweiterten Texteditor. Sie können den erweiterten Texteditor auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Text bearbeiten aufrufen, um dann bei dem erweiterten Texteditor zu landen. Wenn wir einen brandneuen Text erstellen möchten, können wir einfach in einen leeren Cue klicken. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und öffnen Neuen Text erstellen. Es öffnet sich ein leerer Texteditor wie dieser hier. Oder wenn wir einfach nur diesen hier bearbeiten wollen, dieses Beispiel hier sagt, Bill ist großartig, vielleicht haben wir einen neuen Typen, dessen Party heute Abend ist und sein Name ist George und wir wollen einfach nur schreiben, George ist großartig. Um dies einfach zu ändern, machen Sie einfach das, was ich getan habe und ziehen diesen dann per Drag and Drop hoch in einen Cue. Wenn wir diesen Text nochmals bearbeiten wollen, brauchen wir nur diesen per Drag and Drop nach unten in diesen Bereich hier zu ziehen. Normalerweise ziehen wir diesen per Drag and Drop auf den Reiter selbst, aber Sie müssen nicht unbedingt so präzise sein. Wie Sie feststellen, beginnen diese kleinen schwarzen Pfeile auf der linken Seite zu blinken, wenn ich dieses hier nach unten ziehe. Die schwarzen Pfeile versuchen uns zu sagen, dass dieser Cue hier mit diesem Editor hier bearbeitet wird. Und dieser wird nun dort geladen. Wenn ich also die Maustaste loslasse, wie jetzt, wird es automatisch dort hineingeladen. Dann kann ich es bearbeiten zu George ist großartig beispielsweise und diese per Drag and Drop zurück in einen Cue ziehen. So ist es sehr einfach, neue Texte mit Quicktext zu erstellen und sehr einfach, bestehende Textelemente zu bearbeiten, einfach durch Ziehen und Ablegen in diesem Bereich hier. Und dann wird es geladen, so wie hier. So werden neue Textelemente erstellt und vorhandene Textelemente bearbeitet.